Hi, ich bin Mario. Ich bin 25 Jahre alt und examinierter Gesundheits- und Krankenpfleger auf einer internistischen Intensivstation in der Asklepios-Klinik Schildautal in Seesen. Hier habe ich auch meine Ausbildung gemacht. Wenn ihr neugierig seid, wie diese ablaufen könnte, dann schaut kurz zu. Das Ganze startet mit einem 8-wöchigen Theorieblock, in dem man einen Haufen an Grundlagen lernt. Nicht nur wichtige theoretische Inhalte wie Anatomie, Krankheitslehre oder wichtige rechtliche Grundlagen sind Teil des ersten Blockes, sondern auch viele notwendige Pflegetechniken. Die haben wir dann auch richtig praktisch geübt. Meist an uns selber. Das hat den Vorteil, dass man nicht nur ausprobieren kann, sondern auch erfährt, wie sich Betroffene in diesen speziellen Situationen fühlen könnten. Nach kurzer Zeit ging es dann auf die erste Station. Für mich war das die neurologische Frühreha. Mit den stationären Ausbildern an meiner Seite lernte ich dann Gelerntes anzuwenden, beziehungsweise die Anpassung an die Praxis und auch die Kontraste der beiden Seiten. Nach einem erneuten Theorieblock in der Schule wechselte ich dann auf die Allgemeinchirurgie. Der normale Stationsalltag hier bot mir alle möglichen Wunden, Brüche, Verletzungen und deren Behandlung. Auf einer solchen Station waren dann auch viele jüngere Patienten, die keiner Pflege bedurften, sondern eher einen Berater, wie sie sich in der Zeit nach der Operation verhalten mussten. Direkte Einblicke in die chirurgische Notfallambulanz oder den OP-Saal waren eine nette Abwechslung zum Stationsalltag. Im ständigen Wechsel zwischen Theorie- und Praxisblöcken durchschreitet man aber viele weitere Stationen, um möglichst viele Facetten der medizinischen und pflegerischen Versorgung kennenzulernen. Auf der Neurochirurgie lernte ich zum Beispiel die Besonderheiten nach Gehirnoperationen. Auf der Stroke Unit erlebte ich, was vor der NFR passiert, also beim akuten Schlaganfall. Und auf den internistischen Stationen lernte ich viel über Medikamente und verschiedenste diagnostische Möglichkeiten, wie Magenspiegelung oder Herzuntersuchungen. Alternativ besteht auch noch die Möglichkeit, einen Einsatz im OP oder auf der Intensivstation zu machen. Auf Letzteres hat es mich schließlich nach der Ausbildung verschlagen, da mir hier besonders gefallen hat, wie die Grenzen zwischen Medizin und Pflege verschwimmen und man wirklich Hand in Hand arbeiten muss, um den Patienten zurück ins Leben zu holen. Dank der abwechslungsreichen Ausbildung konnte ich mich gut dafür entscheiden, dass genau das Richtige für mich ist. Was ich zum Schluss nochmal besonders hervorheben möchte, ist die Tatsache, dass die Krankenpflegeausbildung ein Grundstein in so viele Richtungen sein kann. Studiengänge wie Pflegewissenschaften oder Pflegemanagement verbreiten sich immer mehr an deutschen Unis. Die Spezialisierung in verschiedenste Fachrichtungen wird mit der Generalisierung der Pflegeausbildung immer wichtiger. Krankenpflegekräfte werden bei Versicherungen als Berater zur Einschätzung verschiedener Pflegesituationen herangeholt. Die ambulante Pflege bietet Müttern oder Vätern die Möglichkeit, zu Zeiten zu arbeiten, um Beruf und Familie zu vereinen. Auch kann die Pflegeausbildung ein Schritt auf dem Weg zum Medizinstudium sein. Ihr seht schon, der Katalog ist lang. Aber man darf auch nicht vergessen, dass die Pflege ein krisensicherer Beruf ist. Durch den Fortschritt der Medizin werden die Menschen älter und kränker. Und es gibt jetzt schon zu wenig Pflegekräfte. Man wird also als Pflegekraft nie arbeitslos werden. Und das sehe ich in unserer heutigen Zeit als ganz großen Vorteil. Aber genug jetzt. Schaut mal rein, informiert euch. Vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen von euch als Kollegen. Bis dahin, macht's gut!